So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder hier in Fallout 4 mit einem kleinen Guide-Video. Solche Videos möchte ich ganz gerne in Zukunft häufiger machen, um euch, ja, diejenigen, die frisch in Fallout sind oder die auch schon länger dabei sind und ich noch ein bisschen mehr entdeckt habe, mein Wissen mit euch zu teilen. Und ich würde sagen, den Anfang machen wir heute mit der Power Armor, und zwar die Power Rüstung. Ihr seht sie dort hinten, was man damit anstellen kann und wie man das ganze Ding überhaupt aktiviert und wie man es auch am Leben erhält. So kann man sagen, wie man dann auch wirklich die Fusionskerne und die Geschichten alles einbaut und dergleichen. Also, wir fangen erstmal an, und zwar steigen wir erstmal das Gerät ein und bewegen uns ein bisschen. Moment, ich bastel mich gerade mal da rein in das gute Stück. Ihr seht, sie ist auch schon lackiert. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, man kann das Teil lackieren, zeige ich euch gleich. Also, Powerrüstung an und für sich, ihr seht, richtig zügig unterwegs, wir haben volle Anzeige da unten, und dann können wir gerade mal durchgehen, was es eigentlich heißt. Die HP, die ihr da links seht, das ist die HP des Charakters, also nicht der Powerrüstung, sondern des Charakters. Dann haben wir Reds, das ist ja, radioaktive Strahlung, die akut hier vorherrscht. Ihr seht, momentan ist keine radioaktive Strahlung hier. Deswegen steht es auf 0. Unten den normale Kompass, das ist ganz klar, das sieht man auch auf der rechten Seite. Das ist der Kern. Ganz interessant, das ist der Fusionskern. Wie viele ihr habt in der Zahl? Ich habe momentan 4 Stück. Einer ist eingebaut und 4 noch auf Reserve. Und wir sind bei 100% Leistung. Und auf der rechten Seite Aktionspunkte, sowie auch die Munition mit der jeweiligen Waffe. Ihr könnt alle Waffen mit der Power Armor in die Hand nehmen, gar kein Problem. Ist nicht wirklich... ja, entscheidend, was für eine Waffe es ist, es geht eigentlich alles. Also, mir ist noch keiner aufgefallen, die nicht funktionieren würde. In Ordnung. So viel dazu. Dann, ganz wichtig, ihr könnt mit der Power Armor auch schnell reisen. Ne, das kennt ihr über die normale Karte. Da könnt ihr dann in den internen Pip-Boy der Power Armor gehen und könnt hier über die Karte ebenfalls schnell reisen. Das könnten wir jetzt nach Sanctuary machen. Ihr seht, sofort kann man mit der Power Armor auch schnell reisen. Gar kein Problem. So kriegt man auch die erste Power Armor schneller aus Concord raus. Weil die ist relativ mau, was die Energie angeht. Die ist relativ low. Und das würde ewig dauern, wenn man da hochlaufen würde. Das heißt, ihr könnt sie auch schnell hierhin oder wo eure erste Basis ist. Meine Basis ist jetzt hier in der Red Rocket, in der Tankstelle. Gut, und stellen wir das Teil mal ab. Ich stelle mich jetzt extra mal so hin, dass wir sie auch noch von vorne sehen. Da muss ich ein Stückchen nach vorne gehen, alles klar. Und steig mal aus. Dann kommen wir nun zu dem Punkt, wie wir die Power Armor aufladen. Das ist das Wichtigste erstmal, dass wir sie überhaupt in Betrieb nehmen können. Und dafür brauchen wir die Fusionskerne. Ihr seht es, diese findet man eigentlich überall in der Welt, aber auch nicht inflationär, sondern man muss sie sich schon ein bisschen einteilen und schauen, dass man sie ein bisschen ansammelt, sodass man auch die Powerrüstung etwas länger tragen kann, wenn man sie dann braucht. Ne? Also, wie gesagt, Fusionskerne lassen sich zum einen von anderen technischen Robotern entfernen, wenn man sie lootet, ne, wenn man sie tötet und dann die Beute daraus holt. Oder man findet irgendwo technische Anlagen, wo man Fusionskerne ausbauen kann. Das ist ganz unterschiedlich. Da habt ihr auch schon bereits den ersten Fusionskern erfolgreich in der ersten Mission in Concord rauslösen müssen. Okay, so viel dazu. Wenn man jetzt den Fusionskern einbauen möchte, muss man einfach auf Transfer gehen. Das ist ein bisschen irreführend in der ersten Mission, finde ich. Da hat man einfach den Fusionskern hinten reingesteckt. Da gab es ein Menü. Das ist auch richtig so. Da musste hinten rein. Aber es war nicht so deutlich zu sehen, wie das Ganze funktioniert. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auf der linken Seite habe ich jetzt meine Fusionskerne. Da können wir mal hingehen. Und jetzt drücke ich auf den Fusionskern und will den einbauen. Also sprich transferieren. In die Powerrüstung rein, zack, ihr seht, man kann den wunderbar einbauen. Es ist auch das einzige Item, das ich in eine leblose, also ich stehe ja jetzt nicht drin in der Powerrüstung, es ist das einzige Item, das ich so einbauen kann. Ich kann keine Waffen jetzt einlagern, wenn das Teil so rumsteht. Ich kann zwar mit der Powerrüstung mehr tragen, etc., aber ich kann jetzt hier nichts einbauen. So, dass man zum Beispiel sagt, hier, ah, die Minigun, ganz interessant, die würde ich ganz gerne hier reinlegen, sodass ich immer, wenn ich einsteige, die Minigun dabei habe. Das funktioniert nicht. Okay, so viel dazu. Dann als weiteres, jetzt haben wir das Ding aktiviert, das passt soweit. Und jetzt geht es ans Modifizieren und Reparieren. Und dafür braucht ihr hier diese Power-Rüstungsstation. Ihr seht das, das Ding ist sehr auffällig, das findet ihr auch relativ schnell. Auch in der ersten Stadt, in Sanctuary, steht so ein Teil, da müsst ihr einfach die Power-Rüstung in die Richtung bewegen und dann passt das. Und jetzt kann man hier auf die einzelnen Items gehen. Wenn man dann reingeht, ihr seht hier, das kann man alles reparieren. Unten habt ihr die Anzeige, Ausrüstung abnehmen, reparieren, modifizieren und zurück. Ihr seht, alle meine Teile sind repariert. Außer hier, der Torso, da könnten wir mal auf Y drücken.
Das kostet uns 7 Stahl und ein bisschen Schallplatte. Und die Schaltkreise bekomme ich dann von der Kochplatte, die ich irgendwo gefunden habe. Und dann wird repariert. Tippitoppi, und jetzt dürfte eigentlich alles, außer der Helm. Der Helm muss noch ein bisschen repariert werden. So, als weiteres kann man das Ding auch modifizieren. Ihr seht, ich habe jetzt hier so eine interessante Lackierung angebaut. Und das funktioniert ebenfalls einfach. Wir gehen mal in den Torso, der ist am auffälligsten. Da könnt ihr jetzt, wie ihr seht, Modell A ist dies. Und ich könnte das jetzt noch verändern in Modell B. Verbessert Schadens- und Energieresistenzen. Kostet aber auch eine ganze Menge, ne? Aluminium seht ihr rechts, Kleber, nukleares Material, jetzt nicht so häufig zu finden. Schallkreise etc. Und so geht das hier immer weiter. Und natürlich braucht ihr zwischenzeitlich auch weitere Skills. In dem Fall wäre es jetzt Wissenschaft und Rüstmeister. Und hier wäre es dann schon Rüstmeister 3. Modell F wäre schon Rüstmeister 4 etc. Ihr seht, da gibt es auch ein paar Anforderungen, um das Ding wirklich abzuleveln, wirklich top of the pop zu bringen. Momentan hat das Ding, Modell A hat 200 Gesundheit, auf der linken Seite ganz interessant zu sehen. Und Modell F später hat richtig viel, Moment, das waren glaube ich 500 Life, ja, perfekt, 500 Life gibt es da. Sehr schöne Sache auf jeden Fall. Hot Rod Flammenbemalung finde ich ganz cool, woher kriegt man die, genauso wie alle anderen Sammelobjekte in der Welt verteilt. Ich habe da so ein kleines Heftchen gefunden und habe das Ding einfach angemalt, ihr seht. Prisma-Abschirmung, Winteranstrich für Schnee, Walltech-Lackierung ist dann so bläulich, Militärlackierung ist dann so, was ist das, armeefarbend. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Hot Rod Flammenbemalung, die habe ich aus einem Büchlein, das kann ich euch auch noch zeigen, wo ich das her habe, gar kein Problem. So viel dazu, ansonsten ohne Extras, man kann auch später noch Extras anbauen, Steel Boy, auch hier wieder Wissenschaft interessant, Wissenschaft Rang 3, 4, Wissenschaft Rang 1 ist hier vonnöten, Notfallprotokolle, bewegungsunterstützende Servos etc. pp. Wie gesagt, das alles funktioniert dann hier pro Item, ne? Also pro Rüstungsteil hier in der wunderbaren Station, wo man das umbauen kann. Station verlassen, ja. Es gibt auch verschiedene Rüstungen zu finden in der ganzen Welt, also ich bin auch schon über 2 weitere gestolpert, die einfach so rumstanden. Aber ich denke mal, so zur Funktionsweise ist das so das Zentrale, das Wichtigste, was ihr beachten müsst. Wie gesagt, Fusionskerne einfach per Transfer reinknallen. Und das war's dann eigentlich auch schon. Jetzt können wir das Ding mehr oder weniger hier stehen lassen und wieder auf Tour gehen. Weil ich bin mit dem noch nicht so oft rumgelaufen oder rumgepeitscht oder dergleichen. Weil ich habe es einfach noch nicht gebraucht und mal schauen, wann die ersten harten Gegner kommen, wo ich sie vielleicht aus dem Winterschlaf rausholen muss. In Ordnung, so viel dazu. Ich wünsche euch was an der Stelle, liebe Leute. Ich stelle mich noch ein bisschen hier in meiner kleinen Werkgarage und wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann, euer Baggy. Ciao, ciao. Got a doll, baby, I love her so. Nothing else like her anywhere you go. A man, she's anything but calm. Regular pint size atom bomb. Atom bomb, baby, little atom bomb. I want her in my wigwam. She's just the way I want it to be. A million times hotter than TNT.